Seite 13 im Saxophon-Workout. Ich habe mir gerade das Saxophon zusammengebaut und das Erste, was ich mache, ist die F-Dur-Tonleiter spielen. Wenn ich Lust habe, dann mache ich so ein übertriebenes Vibrato und spiele einfach ein bisschen mit dem Ton herum und halte die Töne lang. Bis ich einmal die F-Dur-Tonleiter gespielt habe. Und dann mache ich die Übung darunter, nämlich die Bebop-Tonleiter abwärts und die spiele ich erstmal Legato, so wie es da steht. Dann wiederhole ich die Übung mit leichter Zunge. Mache ich es mit normal kräftiger Zunge, vielleicht mit so einem Tarm. Dann mache ich ein Staccato. Dann vielleicht noch einen etwas stärkeren betonten Akzent. Dann gehe ich chromatisch eben nach oben. Nächste wäre dann A, Bebop-Tonleiter. Genau, diese beiden Einspielübungen, die mache ich eigentlich immer am Anfang und so trainiere ich immer weiter ein bisschen Tonbildung, Tonkontrolle, Vibrato. Gleichzeitig dann eben auch Artikulationsübungen und halte Longtones aus.